Es ist eine unglaubliche Strapaze bei Minustemperaturen mitten in Eis und Schnee. Zum 18. Mal ist gerade in den französischen Alpen das Hundeschlittenrennen La Grande Odyssée ausgetragen worden. Es sind die Höhenunterschiede, die so herausfordernd sind. Und trotzdem gehen mehr als 60 Mascher und 600 Schlittenhunde hier jedes Jahr an den Start. Diesen Kraftakt muten sich meist Männer zu, aber unter die Waghalsigen mischen sich auch einige wenige Frauen. Es liegt natürlich nicht überall in Europa zurzeit Eis und Schnee, nicht einmal überall im Gebirge, etwa in den Bergen in Nordspanien. Ja, sie kann es tatsächlich etwas besser spielen als ich. Das war auch schon der Schlussakkord für unsere Sendung. Alle Informationen zu unserer aktuellen Zuschaueraktion finden Sie wie immer auf unserer Internetseite und bei Facebook. Schauen Sie mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.